Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute mal eine Geschichte aus dem Leben eines YouTubers. Mir. Oder man könnte auch sagen, hier unter der Rubrik Black Stories könnte man das auch eintragen. Ja, was ist passiert? Und zwar ist ein Abonnent, der mich besuchen wollte, unterwegs verschollen. Und ich mache mir da doch große Sorgen, dass da was passiert sein könnte. Ne? Es geht um den Thomas Lüppert, der wohnt in oder auf Phuket und der müsste eigentlich dort bekannt sein, weil er hat sich einen roten GMC V8 Diesel gekauft. Aufgrund dessen, weil ich ja die Videos gemacht habe hier über die Autohäuser dann da und habe dann immer mal erzählt so zwischendrin, ne, es gibt keine V8 hier, ne? Und GMC hat wohl noch GMC dann da, ne? Die haben V8, ja. Dann hat er sich dann da doch glattweg aufgrund dessen wegen mir einen V8 GMC gekauft. Ey, geil fand ich das ja dann da. Ne? Ja gut, also wir hatten fleißigen E-Mail-Kontakt, muss ich sagen. Also es waren über 100 E-Mails, 120 E-Mails dann da. Ne? Auch ein fleißiger Kommentarschreiber hat also immer auch die Videos kommentiert und war eigentlich einer von meinen treuesten Abonnenten. Muss ich sagen da, ne? Ja. Er hat auch vorgeschlagen, weil ich ja Probleme mit meinem Spaten hatte hier, ne? Gab es auch mal ein Spatenvideo. Und da hat er dann auch angeboten, er bringt mir zwei Spatenstiele mit. Oder vielmehr im Container mit. Weil er hat sich noch einen Container schicken lassen aus Deutschland. Und da drin hat er mir dann zwei Spatenstiele auch noch eingepackt, die wollte er mir dann auch persönlich vorbeibringen. Ne? Er möchte also dann hier im Mai vorbeikommen mit dem GMC V8, dass ich auch mal wieder eine Runde drehen kann hier mal mit V8. Ich bin ja ein großer V8-Fan, ist ja klar, ne? Weiß ja auch schon jeder. Und dass ich mal wieder V8 fahren kann. Geil, so, dachte ich ja schon mal super, ne? Klar. Jetzt war noch zeitgleich, pass auf, dass, ja, was heißt zeitgleich, ne, aber es hat sich so durch Zufall ergeben, dass der Thomas in Deutschland war, gerade zu der Zeit, wo ich einen Aufruf gemacht habe wegen Schwiegermutter, ihren Rollator. So, da habe ich ja in einem Video gesagt, hier, wer weiß, wo man die Räder kaufen kann. Die Vorderräder von dem Rollator sind wirklich dermaßen defekt, dass die eigentlich Schrott sind dann da. Ne? Sie kann damit auch gar nicht mehr fahren. Und da habe ich dann erfahren, dass in eBay zwei Stück verkauft werden, gerade die ich da so brauche da. Habe die dann auch gekauft in eBay und wie es der Zufall will, sagte der Thomas, ich bin gerade in Deutschland, schick mir die zwei Räder nach meiner deutschen Anschrift, Adresse, ich bringe sie dir dann mit. Dachte ich, geil, ey, super, ne? So passt ja alles wunderbar, wie die Faust aufs Auge und habe ich dann auch dann ersteigert, gekauft, war mit Sofortkauf und habe sie dann ihm geschickt dann dahin. Kam auch an. Die Räder, man konnte das ja verfolgen hier mit der Sendungsnummer, kannst du das verfolgen. Und ich habe dann auch später nochmal den Verkäufer nochmal angeschrieben, ob die Räder auch wirklich dann angekommen sind oder ob die zurückgeschickt worden sind, irgendwie was dann da. Nein, sagt er. Der Verkäufer sagt, er hat alles richtig gemacht und was ich von ihm wollte, dann so, ist klar. Ich sage, nein, nein, alles klar, hast du alles richtig gemacht. Also, die Räder sind dann nach den Thomas an die deutsche Anschrift dann gegangen und er hat sie dann mit nach Thailand genommen. So, von dort aus in Thailand, wo er dann wieder hier war, hat der Thomas dann mich nochmal angeschrieben und hat gesagt, Uwe, hier am besten gibst du mir die Anschrift von deiner Schwiegermutter und ich schicke die schon vorher ab, bis wir kommen. Obacht wir. Bis wir kommen, gehen noch 3 Wochen rum und ich schicke mal schon die Räder nach die Schwiegermutter dann dahin. Gut, habe ich dann auch die Adresse dann geschickt. Porn hat dann die Anschrift sogar gegeben, da ist klar, auf Thai. Er hat ja eine Thai-Frau. Und dann
wurde das dann 3 Wochen vorher schon abgeschickt nach der Schwiegermutter. Zu den Rädern kommen wir später nochmal. So, aber jetzt wird spannend. Jetzt pass auf. Also, er hat mich dann nochmal angeschrieben, hier der Thomas. Ich sollte noch warten, zwecks dem Filter, was ich ja auch in einem Video schon mal angesprochen habe, wegen dem Wasserfilter, dass mein Leitungswasser ja so sandig ist zeitweise, wenn wir Trockenzeit haben, und ich will dann Filter einbauen und ich weiß nicht genau, was ich da so nehmen soll, habe ich ja euch da jetzt gefragt. Und da hat der Thomas dann auch geschrieben, Uwe, warte noch, hier, sein Kumpel ist gerade in Phuket auch da und der macht ihm sein Badezimmer neu da, und der ist Klempner und der kennt sich mit Wasser aus und so, warte noch, der kommt mit und der wird dich dann beraten und dir dann helfen, wie das da funktioniert mit dem Wasserfilter. Sagt, ey geil, ey super, ne? Das läuft ja alles klasse. Ne? Habe ich ja dann auch weiter jetzt nichts gemacht. Und deswegen ist noch kein Filter dran. Ne? Also gut, Gerzettle, war das Datum dann soweit fest, wann er dann kommen möchte. Das war alles so Anfang Mai, war das alles so Anfang Mai. Ne? So, dann schrieb er mich aber nochmal an, Uwe, wir kommen mit 5 Mann. Also Thomas kommt, der Klempner kommt. Und noch 3 andere Deutsche kommen auch noch mit und die wollen alle hier mit hochfahren zum Uwe hin und den Uwe und die Porn besuchen. Okay, gut, alles klar, machen wir. Und ich habe dann auch noch mal hier, dann bin ich noch mal rumgefahren hier, habe noch mal speziell geguckt, weil die Jungs wollten genau wissen, wo kann man denn hier wohnen. Ich kann ja keine 5 Mann wohnen lassen, das kann ich auch nicht machen. Dann ist so. Und dann bin ich da rumgefahren, habe noch Video jetzt gemacht hier, Schlafmöglichkeiten bei uns im Isan da, ne, was wir hier jetzt bei uns haben da, ne. Aber das hat denen wohl da nicht so ganz gefallen und haben gesagt, nee, wir wollen dann doch lieber runter in die Stadt nach Sakunakorn und dann dort etwas buchen. Okay, das ist natürlich klar, ne, ist spartanisch hier bei uns im Isan da, in meiner Gegend, was wir da an Übernachtungsmöglichkeiten haben. Aber das ist ja egal gewesen. Gut, das haben wir dann ja auch jetzt gemacht. So, dann war ja das Datum war geplant und dann hieß es ja, okay, wir fahren, dann geht's los. Und wir brauchen ungefähr so 2 Tage, bis wir dann da sind. Bei uns dann da. Okay, gut, wir haben das dann eingeplant. Und dementsprechend auch uns dann drauf vorbereitet. Okay, gut. Ja. Dann ging's los. Pass auf. Ersten Tag kommt dann E-Mail. Also nochmal, habe ich glaube gar nicht jetzt erwähnt. Jeder Kontakt ging nur über E-Mail. Also er hat meine Telefonnummer, er hat auch meine Anschrift. Mit Plan ist klar, wo er hinfahren muss, ist auch klar. Ne? Meine Telefonnummer hat er. Aber ich habe seine nie jetzt bekommen und er hat mich auch nie angerufen. Komisch. Naja gut. Weil jetzt normal, wenn ich Telefonnummer gebe bei irgendjemand, die rufen sofort an. Ist ja klar. Ne? Also. Na gut, er hat mich nie angerufen da und alles, was jetzt kommt, ist alles per E-Mail dann. Also, erster Tag auf seiner Fahrt schreibt er mir dann, Uwe, wir haben eine Panne, 3 Zündkerzen von dem V8 sind defekt. Ja, ich bin der Kfz-Mechaniker. So. Und Jungs, eine Zündkerze kann mal kaputt gehen. Okay, eine. Aber es gehen nie 3 Zündkerzen auf einmal kaputt. Das hat eine andere Ursache. Ne? So. Entweder Zündspule, Steuergerät, was dann die Kerzen abschießt, ne? Mit Sander. So, und ich schreibe ihm das dann auch dann da, ne? So und so. Und ja, auf jeden Fall sind sie dann weitergefahren, nachdem die Kerzen ausgetauscht worden sind. Und dann am zweiten Tag schreibt er mir dann wieder, Uwe, ja, wirklich war hier wieder kaputt. Jetzt haben sie die Zündspulen ausgetauscht. Nächste Werkstatt ist ja klar, die sind ja weiter jetzt gefahren dann da, ne, auf dem Weg hier hoch dann. Und da in der Werkstatt haben sie dann die Zündspulen ausgetauscht und Zündkabel ausgetauscht. Gut, okay. Weitergefahren. Dann kamen sie bis nach Bangkok ungefähr dann dahin und dann war Auto wieder kaputt und dann sagt er, so, jetzt waren wir in der Fachwerkstatt, schreibt er mir dann jetzt wieder, am dritten Tag dann. Und die haben dann festgestellt, dass
Zündsteuergerät ist defekt. So, gut. Hat man natürlich nicht da, ist ja klar. Ne? So, haben sie dann geschrieben hier, okay, wir müssen jetzt hier übernachten jetzt nochmal, dann da. Wird bestellt, kommt dann morgen und dann hat er wieder geschrieben, okay, Steuergerät ist wieder drin und wir fahren jetzt weiter. So, der fünfte Tag, er schreibt dann wieder, so, pass auf, Uwe, Auto läuft, alles klar, Auto läuft wie ein Kätzchen da, super, ne? Und wir sind jetzt hinter Saraburi, sind hier auf dem Weg, aber es regnet wie verrückt und wir können nur 50 fahren teilweise, es regnet so stark. Bup, aus. So, das war der letzte Kontakt, den ich da mit ihm hatte. Wie gesagt, Telefon, ich konnte ihn nicht erreichen, keine Telefonnummer da. Ich habe noch E-Mails geschrieben. Was ist, ne? Wo seid ihr da? Kam nichts mehr zurück. Absolute Funkstille. Tot. So. Genauso wie mit dem Paket ja auch, ne? Das Paket ist auch nie angekommen. Das Paket ist auch verschwunden. Ist auch weg. Auch weg. Total weg. Und wer in Thailand lebt, weiß, dass in Thailand kein Paket verschwindet. Das kann nicht sein. Erstmal, weil du ja sowieso, wenn du ein Paket aufgibst, du musst ja deinen Ausweis vorlegen. Ist ja nicht wie in Deutschland da, du gehst da hin und legst das Paket dahin und die scannen das ein und schicken das weg. Nein, in Thailand musst du zwingend immer deinen Ausweis vorlegen, dass da du der Absender bist. Und dann wird auch genau geguckt, ist der Empfänger richtig drauf jetzt geschrieben da, ist die Telefonnummer von dem Empfänger drauf. Also das muss in Thailand immer drauf sein und deswegen kann ein Paket in Thailand nicht verschwinden. So, Drogen waren da ja auch keine drin, es waren nur zwei Räder drin. Wenn da wieder was drin gewesen wäre, sei es jetzt Alkohol oder irgendwie etwas anderes dann da, kenne ich ja auch, dann hätte ich ja nach, wie heißt der Ort, die Stadt, Nakhon Phanom. Ah, lag mir auf der Zunge. Na, Nakhon Phanom, dann müsst ihr da wieder hinfahren zum Zoll und dort aufmachen, was ist denn da drin. Also, da kam ja auch nichts. Wie gesagt, alles war am Anfang Mai so und jetzt haben wir ja Juli schon, ist also nichts mehr da. Also, was ist jetzt passiert? Überlegen, was ist passiert? Also, es könnte ja sein, dass jetzt ein tödlicher Unfall war. Mit 5 Deutschen. Das hätte aber im Internet gestanden. Und die Polizei weiß auch nichts davon. Also ein tödlicher Unfall mit 5 Deutschen kann auch nicht sein. Das ist nicht möglich. Streit im Auto. Was ich mir eher vorstellen kann, dass da irgendwie mal dicke Luft war dann da, ist klar. Ne? Und dann irgendeiner hatte mal gesagt, aber Schnauze voll hier so. Ne? Kann ich mir auch schon mal vorstellen. Aber dann hätte doch irgendeiner doch sich dann mal bei den Uwe wieder gemeldet und hätte gesagt, hier Uwe, wir kommen jetzt nicht, so ist das jetzt dann da. Aber es ist ja gar nichts gekommen, auch von den anderen nicht, überhaupt nicht. Das, wie gesagt, es waren 5 Deutsche drin. Ne? Also. Und dass da keiner hier in der Zeit, es ist ja 6 Wochen jetzt her, ne? Sich da mal beim Uwe meldet oder so, also ist schon sehr eigenartig. So. Wie gesagt, das Paket ist auch nicht da. So. Bei uns, wir haben jetzt ja drauf gewartet, ist klar, wir haben 3 Tage haben wir jetzt drauf gewartet hier, dass die da kommen, hätten ja sein können, ne? Kommen wir immer wieder, kam dann eine Störung da. Porn hat gekocht für die 5 Mann, ist auch klar, ne? Wir haben gesagt, dann kommt hier Mittagszeit dann rum da, ne? Und dann wird Porn dann schön kochen hier im weltbesten Pornpalast Kochstudio. Hat sie auch gemacht, ist klar, natürlich, jetzt ist das Essen ja fertig und die Leute kommen ja dann trotzdem nicht, ist ja klar so. Und nü, so haben wir das Geld, Essen natürlich dann selber dann gegessen und Rest haben wir dann eingefroren und ja gut, das ist alles nicht so tragisch, alles nicht so schlimm. Die 3 Tage Urlaub, okay, das ist auch mal schön gewesen da, ne, haben wir mal nichts gemacht, weil wir immer drauf gewartet haben, die kommen ja gleich dann da. Ja gut, aber was mich wirklich ankotzt ist, dass man da eine alte, behinderte Frau so bescheißt. Das
kotzt mich jetzt wirklich an. Und deswegen mache ich auch das Video. Wirklich mal. Schwiegermutter fragt immer noch, Uwe, wann kommen die Räder? Hast du keine anderen Räder? So. Und ich stehe dann jetzt dumm da und habe die Räder nicht. Ich habe sie gekauft. Ich habe sie im guten Glauben hier an den Thomas dann hin jetzt geschickt dann da und die Räder sind nicht da. Aus irgendwelchen Gründen. So. Ich habe meine Vorstellung, was es ist. Schon mal klar. Ne? Das ist das, die große Schweinerei, dass die alte behinderte Frau jetzt hier immer noch mit ihren kaputten Rädern rumeiern muss dann da, wo sie jeden Zeit mit einknicken kann, geht's damit dann da, kommt nicht mehr hoch dann da, die Stufen da. Das ist eine Riesenschweinerei. Das ist eine Riesenschweinerei. Also, wenn ich mein wenigstens die scheiß Räder wieder kriegen würde, ne? Alles andere ist doch scheißegal. Aber diese Räder, und die kriegst du so schlecht. Wirklich wahr. Die findest du auch noch nicht mehr. Du musst jetzt neu kaufen da. Kostet 90 Euro. Und dann, wie kriegst du die wieder jetzt her? So. Das ist die Scheiße, was mich wirklich ankotzt dann da. Ne? Ja, das mal hier aus dem Leben eines YouTubers, ne? Kommt auch vor. Also, macht euch mal eure Gedanken da und vielleicht kennt ihn ja einer mit einem roten GMC auf Phuket. Da fahren nicht viele rum. Das kann ich mir also nicht vorstellen. Fahren eh verdammt wenige rum und dann noch ein GMC in Rot. V8 müsste normalerweise auffallen und den Thomas Lüppert, aber ich bin mir sicher, den gibt es gar nicht. Nein. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ne? Ich mache mir Sorgen, dass da was passiert ist. Auf der Fahrt. Ja gut, ich würde sagen, das war's für heute. Immer noch denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe spricht aus seinem YouTube-Leben. Naja, wenn ihr jetzt noch mehr jetzt hören wollt, da schreibt mal online. Ich habe noch mehr Storys an der Hand. Naja gut, also... Das war's und tschüssle, ciao.